Ja, hallo liebe 3D-Druck-Freunde, so schnell sieht man sich wieder. Willkommen auf Willis 3D-Druck-Kanal und wie versprochen, nach dem Firmen-Update, was wir ja gemacht haben beim Anycubic Viber, kamen sehr viele Nachfragen auch wegen dem Display. Und ja, was wir brauchen dazu ist natürlich wieder unsere SD-Karte. Aber hier kommt die erste Hürde, denn es ist nicht die SD-Karte, die wir gewohnt sind, die wir beim Anycubic einschieben, sondern wir brauchen eine Micro-SD-Karte. Das ist der kleine Clou und warum wir die brauchen, zeige ich euch gleich nach dem Intro. Ja, und wer jetzt ein Déjà-vu hat, sei Folgendes gesagt: Mir ist ein Fehler unterlaufen. Ich habe ein altes Video hochgespielt. Hier kommt die aktuelle Version. Wie ihr zu der Datei kommt, seht ihr in dem vorigen Video Firmware-Update. Dort ist es beschrieben, wie ihr die Datei bekommt. Schaut da mal rein und dann können wir auch schon starten, denn es ist alles in der ZIP-Datei, die ihr dann runterladen sollt. So, hier seht ihr nochmal den Ordner, den wir uns runtergeladen haben und zwei Unterordner und die README-Datei. Dort ist es auch nochmal beschrieben, der Weg, wie es funktioniert. Wir brauchen diesmal den Screen-Ordner, gehen dort rein und brauchen hier diesen DWinZ-Ordner. Wir gucken mal kurz rein, was da drin ist. Sehr viele Bilder, Animationen und auch viele BIN-Dateien. Ja? Showfile BIN und die DWinOS BIN, die sind auch wichtig. Okay, wir gehen wieder zurück und tun diesen Ordner, kompletten Ordner, auf unsere SD-Karte kopieren. Und wenn ihr dann auf eure SD-Karte geht, seht ihr, da ist der DWinZ-Ordner und auch alle Dateien, die wir brauchen. Gut, nun sind wir fertig und gehen dann zum Anycubic. Worauf wir achten sollten, ist natürlich, dass der Anycubic Viber wieder aus ist. Und dann nehmen wir unsere Micro-SD-Karte und nicht lachen, oder ihr könnt lachen. Ich habe eine Pinzette genommen, weil das eine wirklich, wirklich, ja, ich habe es mit meinen Wurstfingern nicht reingekriegt. Also nicht hier in den Drucker rein, sondern die kommt hier unten, seht ihr den Schlitz? Das ist für die SD-Karte. So, ihr seht es, es ist ein bisschen gewurstelt. Vielleicht könnt ihr das anders machen. Wichtig ist, dass sie einrastet. Jetzt machen wir den Anycubic Viper an und dann bootet er praktisch von der SD-Karte auf das Display. Ja, das dauert ein bisschen, dann kommt ein blauer Bildschirm, ja, seht ihr, dann kommt die Animation und dann kommt wieder ein blauer Bildschirm. Wenn das bei euch genauso ist, dann hat er das Update gemacht. Ja. Ansonsten, wenn es nur blau scheint, dann gibt es ein Problem mit der Formatierung und das habe ich euch nochmal in die Beschreibung auf Deutsch reingeschrieben, was da zu tun ist. Und wie wir sehen können, also gefühlt muss ich sagen, hier, wie schnell das geht. Also da hat sich was getan, was ich eigentlich, ja, gut, jetzt habe ich es wieder umgestellt auf Sprache. Hier, zack, about, zack, wieder normal. Voice brauche ich nicht. So, about. Wir sehen, die Software ist drauf. Also es geht wesentlich schneller. Es sind ein paar andere Änderungen eigentlich gekommen. Gefühlt ist er wirklich schneller vom Display-Touch her. Was mich eigentlich wundert ist, wenn man hier diesen Pfeil Englisch-Ordner hat und da drauf drückt, sollte man eigentlich in den Unterordner kommen. Geht hier noch nicht. So Leute, das passiert, wenn man die SD-Karte nicht in den richtigen Schlitz reinwirft. Und ich muss auch wirklich sagen, es ist wirklich schwierig. Aber naja, jetzt muss ich das Ganze aufschrauben. Dann können wir auch gleich mal reingucken. Hat ja auch Vorteile. So sieht das Display aus. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder mal mit dem Video helfen. Also ganz genau muss ich auch ehrlich gestehen, weiß ich auch noch nicht wirklich, was da sich geändert hat. Aber auf alle Fälle, was ich gemerkt habe, das Display, wenn man es toucht, ist wesentlich schneller. Es reagiert wesentlich besser. Wie ich schon immer sage, ja, es ist ja nicht umsonst da. Gut. Aber was ich gehört habe, war eigentlich, dass mit diesem Ordner, wenn man STL-Dateien in einem Ordner hat, wenn man auf den anklickt, dass man dann in das Unterverzeichnis kommen kann. Wahrscheinlich jetzt noch nicht gelöst, vielleicht kommt es noch, wäre eine gute Option. Aber ich habe eh auf meiner SD-Karte lieber nur
die SDL-Files oder die G-Codes, die dann generiert werden. Ja, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war simpel. Ja, das war's. Und ich bedanke mich immer wieder fürs Zuschauen. Falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich immer wieder freuen über ein Abo, ein Like und aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Vielen Dank fürs Reinschauen.